Mann, habe ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Bester Schlaf seit Wochen. Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Ein bisschen ferngesehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem öden Leben. Okay, tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpf ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Vom Kuhn, ja. Und damit willkommen zurück zu South Park. Wie soll das gehen? Das war dumm. Ja, ich meine, So, ich glaube, zu Jimmy sollten wir eigentlich... Okay, Arschlord. Zeit, Classy ordentlich auszuquetschen. Verhör gehört zum Superhelden einmal eins. Geh zu Jimmy und finde raus, was sie weiß. Kuhn, Ende. Genau. Jimmy. Jimmy wohnt da drüben, also darüber. Was? Haben wir die schon geplündert? Ja. Greift eine starke Schneefrau an, was? Typisch. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Sie muss selbstbewusster sein. Ja, aber nicht zu selbstbewusst, sonst hätten... Oh, hat der kleine Vierklässler Schiss? Armes Baby! Oh. Ja, Vorteil. Hart mal ab. Wer will zuerst? Zeig ihnen, was du drauf hast! Stimmt eigentlich ganz gut. Kann man gleich drei erwischen. Weiter so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Ich hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Ah nein, jetzt wird er geblockt. Shit. Nicht gut. Das könnte brennen. Au! Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Ha! Ohne zu zucken. Respekt. Respekt. Diabetes-Time! Du bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Viertklässler-Versohlen, geile Sache! Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Ich bin jetzt dran. Nicht gucken, ihr Schwachteln! Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Viertklässler mit einem Drachen. Die müssen da reinpissen. Ja, die können wir uns nicht zu uns ziehen, ne? Angriff. Nur auf den. Okay. Was für eine hübsche Leitschuk. Ich verlasse mich auf dich. Ja, dann ziehen wir schon mal zurück. Pisten noch weiter. Dann hat Cartman da hinten noch ein bisschen Platz. Okay, da treffen wir keinen. Wow, ich bin fast beeindruckt. Das wird wehtun. So, den mal durchschlagen. Ja! Ha! Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, wenn wir dazu kommen. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Ja. Lass dich da von deinem Freund passieren. Hör mal los. Wäre der Knockout. Diabetes ist cool. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut?
Es ist Kaltzeit. Perfekt. Super geklappt. So. Karten müssten wir eigentlich mal heilen. Und passen ein Schild. Ja, wir haben auf den aufgekommen. Sind deine Laser auf Auftauen gestellt? Gib mal mehr Gas, Humankind. Alter, kümmere dich um deinen Scheiß. Oh, zeig ihnen, wer der Boss ist. Endlich. Ja, die packen wir easy. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Hara! Oh. Nimm das, Zwerg! So. Kuhn wird nicht mehr lange durchhalten! Nimm das! Ja. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken! So. Ja, wir nähern uns langsam Level 5. So. Entschuldigung. Nur noch weiter rechts, ja. Ist doch noch eine Kiste. Da ist eine Tür. Oder Stromkasten oder was. Oh, du bist's wieder. Was geht, Held? Trotz mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Oh hey, der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen, also los, mach dein Ding. Nur zu, frag sie, was du willst. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich red erst, wenn ich meine Medizin hab. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Tja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer, schnell. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Ein was? DNA-Trigulator. Okay. Gut, Wunderarsch. Ich erkläre dir alles. Höhere oder hohe Schmerzgrenze. Mutantenstärke. Okay. Junge Menschen treffen. Warte mal, kann man das hier auswählen? Nee. Siehst du den Helden-DNS-Slot, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Effektivität aus. Genau. Großer Platz, den hat man doch eigentlich schon was drin. Oder nicht? Wir haben noch das Ding hier drin, oder? Bis 45. Nehmen wir natürlich. Dann haben wir hier.
Wähle etwas, das gut zu deinen Kräften passt. Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Die physischen Schaden anrichten. Schwer. Ja, wenn dann das, ne? Weil das andere nicht so gut, da habe ich mehr Gesundheit, aber hab ich ein bisschen mehr Muskeln, aber auf Muskeln wollen wir ja nicht so gehen. Plus 30. Das ist schon eine Menge. Bisschen weniger Energie, okay. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt geile Scheiße. Alles klar, hast du es kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Arsch. Okay. Tschüss. Ich habe eh schon alles mitgenommen, was bei dir war. So. Ja, hier waren wir ja schon überall. Sagt dir eigentlich noch irgendwas? Was hast du denn da an? Du weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, aber nichts Gestörtes. Furz lieber jemand anders ins Gesicht. Da, wenn du mich anfurzen willst, kostet das extra. Nicht, als müsste sich jemand mal den Arsch waschen. Okay. Komm, geh mal ein bisschen Fernsehen gucken. So. Benutze die Gasse. Wo ist die Gasse? Rechts, dann hoch. Und dann durch die Gasse, okay. Hey du, hier spricht Human Kite. Weißt du noch das Problem, bei dem du mir geholfen hast? Es ist wieder da. Komm bitte sofort zu meinem Haus, ja? Okay, wieder eine Nebenmission. Habe ich echt Ja dazu gesagt? Oh, Foto. Hey, Foto. Preise ja. Den Herrn, kleines irres Kind. Genau. Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Yeah, zwei mehr. So. Hilfe! Hilf mir! Wen denn? Ladi, ladi, oh. Uns anzugreifen war echt ein großer Fehler. Mir ist so langweilig. Zum Glück seid ihr vorbeigekommen. Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Oh mein Gott, das wird so ein Spaß. Spaß für euch, Mädels, aber nicht für mich. Warte mal, die stehen eigentlich ganz gut, ich könnte mal. Ich habe eine Liste drin. Rechts runter. Hier sind zwei. Oh mein Gott, ich kann das College echt kaum erwarten. Entweder werde ich Reisebloggerin oder Tatortermittlerin. Die kriegen wir direkt down. Die anderen aber nicht. Voll in dein Essen gespuckt. Ja, das danke. Ist für alle Frauen auf der Welt, die New Tights tragen müssen. Loser. Oh. Okay.
Könnte natürlich auch einen Angriff verstärken. Oh mein Gott! Hast du dich mal gefragt, wieso in den Bergen so viel Schnee liegt? Und hast du dich mal gefragt, wo der ganze Schnee herkommt? Voll verrückt! Ja, das habe ich mich wirklich schon gefragt. Tschüss. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Alles okay bei dir, Schätzchen? Wieder verpeilt. Da zu drüben. Bitches angelegt. Du denkst echt, du bist ein harter Hund. Zeit, dir jemanden vorzustellen. Sag Hallo, Rebecca. Hallo, Rebecca. Oh Gott. Dich hau ich klein und stopf dich mir in den Arsch. Ich stopf gleich jemand an einen dunklen, stinkenden Ort. Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Schnappt sie euch! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was? Mein Instagram-Foto vom Ballettkurs hat 1000 Dislikes bekommen! Ich werde voll getrollt! Was zur Hölle? Warum hast du getweetet, dass ich mit Eric Cartman ausgehe? Hab ich nicht! Mann, jetzt werde ich auch noch voll getrollt! So eine Scheiße! Meine ganzen Follower sind futsch! Ich muss sofort an den Computer! So eine Scheiße! Tschüss, Mädels. Hallo, Neues! Keine Sorge, ich kündige all ihre Instagram-Freundschaften. Die sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen. Da kann man sich eine Menge Feinde machen. Manche Jungs glauben, Mädchen sind keine guten Superhelden. Naja, du weißt ja, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Haben dich deswegen deine Eltern versteckt? Weil dein Geschlecht in keine Norm passt? Du hütest deine Geheimnisse, hä? Okay, hör zu. Du hast ein Riesenproblem. Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Bei fiesen Typen. Es gibt einen Gangsterboss, der hier in South Park das Sagen hat und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat ihn aufgeschreckt. Ich checke ständig Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich habe Twitter und LinkedIn im Auge. Wenn du Informationen brauchst, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Call Girl. Pass auf dich auf, Geschlechtsloser! Call Girl. Na gut. Das sind wir ja nochmal so dahingestellt, ne? So, durch die Gasse. Miau. Miau, 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 miau. Hallo, Peach. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Tschüss. Oh. Pech für dich. Minderjährige dürfen da nicht rein. Aber du bist ja kein gewöhnlicher Minderjähriger. Oh. Schön, schön, schön. Wir den da getriggert. Wichtiger Gegenstand. Kann ich denn... Fehlt mir noch ein bisschen was. Dann können wir bestimmt da rein. Raisins. Wir müssen nochmal noch kriegen. Eindringlinge kriegen auf die Fresse!
Kommt her, Miezis. Hier, Miez. Ich glaube, wir müssen durch den Park. Hier kommen wir nicht durch. Oh Mann. Hier gibt es keine Schnellreise, ne? Nee. Na gut, dann müssen wir durch den Park gehen. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Furzende Selbstjustizler? Ja. Ich hab viele Namen. So, So, wenn wir nach rechts gehen, können wir schnell reingehen. Ja. Das machen wir mal eben. Ich bin der Schnellste in der Stadt. Ein bisschen Restoration. Weiter rüber geht's sowieso nicht. Und dann laufen wir durch den Park. Dankeschön. Durch den Park. Als wäre hier die Kacke am Dampfen. Ja, aber mega. Springt denn hierher? Warum kann ich das zurücknehmen? Naja. So eine Scheiße, warum muss ich Wache schieben? Halt's Maul und schieb Wache, du Kackspast! Ich will auch mit dem Feuer spielen. Hey Mann, wo ist Jasper? Weiß nicht. Ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Ist denn Schwierigkeiten? Sollten wir es seinen Eltern sagen? Nein, Mann. Eltern sind dumm. Wahrscheinlich schaut er nur Pornos. Okay, packen wir es an. Und los geht's! Zieh weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. Ich hab Tittenbilder. Komm und hol sie dir. Ja. Wer will zuerst? Los geht's, Furzlord. Treff nur noch ein. Tick vor. Treff nur 2. Das sieht schon besser aus. Oh. Ah, nicht schlecht, Neuer. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Du siehst ziemlich im Arsch aus. Der gehört mir. Oh, cool. Au! Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Gefällt dir das, Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Lass unseren Freund in Ruhe, du Fiesling! Ich bin dran! Okay, schon! Gründliches Fisting! Voll machen! Jungenkeit ist startbereit! Das reicht nicht ganz. Also, wir sind doch von hier. Oh.
Pew, pew. Ha, die haben überhaupt keine Chance. Hau sie weg, Neuer! Jawohl, gleich zwei weg und dann nochmal sechs Schaden. Von der Arsch! Au! Bin ich jetzt endlich dran? Yeah. Ja. Alter, ich glaube, du hast eine Arterie erwischt. Das hoffe ich doch. Ja. Au! Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Hüpfendiabetes ist kampfbereit! Jetzt bin ich aggro! Noch ein Feind fällt durch die Macht von... Und das passiert, wenn man sich mit Hüpfendiabetes anlegt! Oh, tschüss! So. Kiste, Kiste, Kiste... mitnehmen das Bild. So. Müllgruscheln. Hallo. Schnellreise. Ja, ich geh doch schon zurück. Ich gehe schon zurück. Ich weiß, da ist eine Kiste. Ein Rezept. Oh. So. Wo sind wir denn überhaupt jetzt? Ach, wir laufen ganz links rum. Ja, stimmt, unten war der Stromzaun, da kommt nicht durch. Also müssen wir noch ganz links hin. Oh. Gegenstand. Was hängt hier? Tisch. Sah so verdächtig aus. Tage der goldenen Funken. Wieder ein Bild. Oh, hier können wir ein Bild hinhängen. Doch nicht. Ist das vielleicht das, was die will? Ne, das ist eigentlich da oben erst, ne? Ach, wirklich? Dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend! Redest du mit mir? Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel! Deinetwegen stirbt noch mal jemand! Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Höchster etwa! Diabetes? Tapferer Krieger, wir werden uns wiedersehen. Mhm.
Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Gerechtigkeit von oben! Jetzt setzt's was! Das Blöde, ich komm nicht bis ganz ran. Als nächstes ist Cartman, aber der kommt auch nicht bis ganz ran. Also geb ich mir das. Los, Pixie! Jetzt wird gekonnt! So. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Nehmt eure Medizin, Zwerge! Runde Saft geht auf mich, Captain. So, jetzt haben wir schon mal ein Schild. Ein bisschen. Ich bin jetzt dran. Hm. Ach, nicht übel, aber Diabetes ist zäh. Sie für den Kuhn, Furzkiste. So, jetzt seid ihr näher dran. Ja, gut, wenigstens zwei. Kuhn am Start. Hier kommt der Kuhn. Gute Aktion, Kuhn. Was sonst, Diabetes? Viertklässlerversohlen, geile Sache. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Ja! Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Saft, gib mir Kraft. Ja! Kapau! Wir könnten Freunde werden, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Das sieht nicht gut aus. Der Wind der Gerechtigkeit! Hier ist ein Ruderrecht, so bis dahin. Ich wüsste gern mehr über deinen Hitzeblick, Humankind. Ich erklär's dir wann anders, okay? Habt ihr das gehört, Jung? Humankind und ich sind jetzt beste Freunde. Prügel für die Gerechtigkeit, sehr gut. Kuhn auf der Jagd. So. Der war down, der war dann auch down. 85, 49, der hat noch 7. Also fangen wir den. Das hast du verdient. Hast du dich gerade eingeschissen? Hara! Du bist sowas von tot! Eins, zwei, Diabetes! Er hat aber schlechte Moves. Dann... Ah, hier kommen nicht zwischen rein. Damit hättest du rechnen können. Bitte hau das nächste Mal einfach ab. Ich bin Feuer und Flamme! Selbst meine
Medizin werden länger leben als er. Darf ich darüber lachen, oder? Und wieder rettet der Kuhn den Tag.